Und boah. Oha. Also richtigen Sonnenschein haben wir wohl nicht, aber zumindest regnet es nicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wir machen das Ganze wieder im Offline-Modus. Ohne Bots. Damit ich alle Locations in Ruhe zeigen kann und alles erklären kann, ne? Die ganzen Namen für die Locations, die haben wir uns gestern 24 Stunden Bursty Stream von dem Hakurama ausgedacht. Also, wenn ihr irgendwann andere Namen haben wollt, dann nutzt sie einfach. Wir machen das immer so, wie es uns in den Sinn kommt. Oh, ist ja schönes Wetter, hell, alles super. Gut, also ich fange erstmal an bei dem ganz äußersten Spawn im Osten. Ja? Und von dort aus gehen wir erstmal alle Spawnpunkte ab. Damit ihr euch dann, wenn ihr spawnt, auch dementsprechend orientieren könnt. Um dahin zu kommen, brauche ich einen kurzen Augenblick. So, die Himmelsrichtung von der Karte, die habe ich wieder der Hauptmap im Menü entnommen. Ne? Shoreline liegt ja relativ weit im Südwesten der Map und der Strand ist halt auch in Richtung Westen. Landinwärts Osten. Escape ist im Süden, von daher habe ich die Himmelsrichtung so genommen. Kann sich also nochmal ändern, wenn die Ingame-Karte irgendwann mal rauskommt. Ja, ich habe ausgeschlafen, Manita, alles gut. War ganz schön anstrengend gestern. Also die Mauer, die ich hier die ganze Zeit lang laufe, das ist die Mauer, die die Karte im Osten abgrenzt. Und den ersten Spawn, den ihr haben könnt, der müsste irgendwo genau hier liegen. Und direkt unter euch Richtung Westen, also Mauer ist im Osten, ne? Habt ihr direkt das Sumpfdörfchen. So haben wir es genannt, weil es gibt hier überall so Sumpfflecken. Das ist also der erste mögliche Spawn, den ihr haben könnt. Und ihr könnt euch da orientieren direkt. Ihr seht im Sumpfdörfchen seht ihr eine Kirche mit zwei Türmchen. Wenn ihr ein bisschen die Anhöhe hochlauft, habt ihr die große Mauer, die die Karte abgrenzt. Na, wisst ihr gleich, oh ja, ihr seid im Osten. Und wenn ihr dann nach Süden lauft, Richtung Exit, findet ihr gleich einen etwas größeren, langgezogenen Stein. Da ist das schon. Wo es auch schon den ersten Loot gibt, ne? Passt auf, wenn er die Kisten lootet, weil Spawnzone. In Zukunft wird sie jeder kennen.
Also ist der äußerste Punkt. Quasi. Ja. Ungefähr in der Mitte der Map. Das ist ungefähr die Mitte der Map, könnte man sagen, im Osten. Ja, hallo an alle, die gerade kommen. Ich mache gerade meinen How-to-Play für die Maps Shoreline. Werde also nicht ganz so viel auf eure Kommentare im Chat eingehen, ja. So, ich laufe jetzt wieder nach Norden an der Map-Begrenzung im Osten entlang zum nächsten Spawn. Also hier auf der Waldebene an der Mauer gibt es zwei Spawns. Der zweite ist genau hier an der kaputten Hütte. Ihr spawnt halt irgendwo hier und schaut dann wieder aufs Sumpfdorf runter. Erkennt ihr dann direkt an der kaputten Hütte mit der, wo das rechte Dach eingestürzt ist. Loot-Positionen zeige ich euch, wie gesagt, jetzt nicht alle im How-to-Play Shoreline. Könnt ihr euch selber arbeiten, wie immer. So, dann gibt es einen Spawnpunkt hier direkt an der grünen Hütte. Ja, wir haben das gestern im Laufe des Tages einfach grüne Hütte genannt, weil so unten grün ist. Da kann man sich auch sehr gut drin verstecken. Ich zeig das mal. Ist auch immer noch im Sumpfdörfchen. Man kann halt hier reingehen. Hier gibt es auch ein bisschen Loot. Und ein paar Spawns. Alles wird dann schon aus sehen. Und man hat halt rundherum gute Sicht, ja, auf die Leute, die von den verschiedenen Spawn-Richtungen kommen. Was auch immer hier im Sumpfdörfchen los ist. Dann könnt ihr euch diese Anhöhe gleich merken. Das ist die kleine Anhöhe mit dem Wäldchen. Direkt rund um den Spawnpunkt. Von dort aus kann man halt auch viele Locations erreichen und eigentlich auch den ganzen Spawn-Bereich mit Scope schon mal abcampen später, denke ich. So, wenn denn der Mauer folgt, haben wir das Sumpfdörfchen getrennt vom PMC Spawndorf. Das ist das hier gleich, was alles kommt. Und das fängt an, wenn ihr der Mauer langläuft, sobald ihr hier diese Bretter seht, die zwischen zwei so Sumpffältchen langlaufen. Ja, was auch direkt wieder ein Spawn ist. Und zwar spawnt ihr hier drinnen. Ja, an diesem Hof gibt es zwei verschiedene Spawnpunkte. Ihr könnt auch wieder in die Häuser reingehen und Sachen looten. Hier ist überall was versteckt. Kann sich am Spawn also wieder jede Menge Zeit lassen, genau wie in Customs. Und hier ist kein Sumpf mehr. Viele eng zusammenstehende Häuser. PMC-Dorf haben wir es genannt. So, dann gibt es einen Spawn hier beim grünen Hänger. Im PMC-Dorf direkt. Hier sind wir vorhin aufgewacht, ne, als wir die Karte geladen haben. Das ist der Spawn an der roten Mauer. Ah, ihr seht denn diese schöne rote Mauer hier. Vom PMC-Dorf. Und wenn ihr hier in Richtung Hügel guckt, kommt ihr zum Tunnel. Den zeige ich euch später. Was übrigens der nordwestliche Bereich der Karte ist. Also da ist die Karte dann schon wieder zu Ende. Oh, dann gibt es aber auch im PMC-Dorf noch ein paar Spawns. Ja, ihr müsst hier aufpassen, ihr könnt hier eigentlich überall draufklettern und über die Zäune schauen. Also hier im PMC-Dorf Spiele auszumachen, ist relativ schwierig. Ja, ihr seht schon, man kann sich hier in jedem Haus verstecken. Was die ganze Sache ziemlich kriminell macht, wie ich finde. Aber auch spaßig. Also ich hatte gestern sehr viel Spaß hier.
So, dann gibt es im PMC-Dorf hier dieses Grundstück mit der offenen kleinen roten Garage hier. Im Holzhaus mit dem Steinvorbau. Hier sind halt auch zwei Spawnpunkte. Ein Spawnpunkt ist hier hinten im Schuppen. Ja. Und der andere Spawnpunkt. Warte, wo ist der andere Schuppen? Der andere Spawnpunkt ist irgendwo, ja, entweder hier in dem Schuppen. Ja, doch, da in dem Schuppen. Genau, in den beiden Schuppen. Dort und dort ist jeweils ein Spawnpunkt. Ja. Und dann außerhalb, ja, an der roten Mauer ist schon wieder ein Spawnpunkt. Und dann gleich hier hinter der Mauer ist der grüne. Moment, ich gehe mal raus. Ja, hier ist schon der grüne Anhänger. Also hier im PMC Spawndorf, deswegen nennen wir das auch so, gibt es sau viele Spawns. Ja, da müsst ihr echt aufpassen. Und durch jeden Busch, durch den ihr durchlauft, fahrt ihr sofort, wo ihr seid. Die haben auch die Maps angepasst. Also auf Shoreline zum Beispiel gibt es eine Mindestplayerbase von 4 Leuten. Also es spawnt immer mit 4 Leuten. So, der nächste Spawn, den ihr haben könnt, ist in der Nähe der Bushaltestelle. Moment, ich muss mal kurz mich selber orientieren, wo das war. Hier ist die Bushaltestelle vom PMC-Dorf. Und ihr spawnt irgendwo hier im Gras, hier hinter. Also irgendwo hier spawnt ihr, ja. In dem Bereich hier. Ihr seht halt als erstes die Bushaltestelle und wisst dann schon direkt, dass ihr relativ im Westen, also im Nordwesten vom PMC-Dorf seid. Wenn ihr der Straße folgt, kommt ihr dann zu den letzten beiden Spawnpunkten, die es gibt. Dann gibt es einmal den Tunnel-Spawn. Na, ist der eingestürzte Tunnel. Der spawnt hier ungefähr hier. In dem Bereich. Und der letzte Spawn ist direkt an der Küste. Ja, da wacht ihr denn hier auf. Und das erste, was ihr seht, ist das umgekippte Polizeiauto und die kleine Insel. Also wenn ihr beschreiben wollt, wo ihr hier seid, eingestürzter Tunnel oder in der Nähe der Insel. Es gibt bloß eine Insel auf Shoreline mit dem Schiffswrack. Komme ich später zu. Oh, das waren erstmal alle Spawnpunkte. Zur Orientierung, ne, das ist der Norden der Karte mit dem Tunnel im Nordwesten. Dann kommt das PMC-Dorf, das ist ungefähr in der Mitte im Norden. Und dann das Sumpfdorf ist im Nordosten der Karte. So, hier müsst ihr aufpassen. Wir haben schon ein paar schöne Camperorte entdeckt gestern. Ja, ihr seht schon. Also hier kann man sich sehr gut verstecken, hat auch eine gute Übersicht über die Leute hier, die aus dem PMC-Dorf kommen, die Straße passieren wollen oder die hier an der Küstenlinie langlaufen. Also wenn ihr hier unterwegs seid, vielen Dank für den Follow, werft immer einen Blick hier hoch. Und jetzt am Anfang ist es noch nicht so wichtig, gerade Reset, viele Leute haben noch nicht viel Gear. Meisten rennen bloß mit einer Pistole oder einer Axt rum. Oder haben vielleicht bloß einen Reflexvisier. Alles halb so wild. Aber sobald die ersten kommen mit richtigen Scopes, gute Nacht.
Dann mache ich direkt hier an der Shoreline weiter. Busse, Autos könnt ihr wie immer alle looten. Haben sie auch Lootpositionen hinzugefügt, auch in Bussen. Sehr schön gemacht. Und der erste Point of Interest hier für euch, wenn ihr hier unten spawnt, ist die Insel. Auf der Insel spawnen die ersten Bots. Teilweise mit richtig gutem Equipment. Und normalerweise sehen sie euch nicht. Ja, erst wenn ihr das Schiff passiert habt. Es sei denn, sie laufen wirklich vorne Patrouille. Dann werdet ihr hier schon definitiv geschossen, also aufpassen. Na, das Schiff, das könnt ihr entweder auf der linken Seite, in der Mitte oder auf der rechten Seite passieren. Ich würde euch empfehlen, immer auf der linken Seite lang zu gehen, weil euch da die Bots nicht sehen. Wie das jetzt mit gegnerischen Spielern ist und so weiter, ne? Müsst ihr dann für euch selbst ausmachen. Ich zeige euch kurz, wo die Bots spawnen. Es gibt einen Bot, der hier in dem Hütchen spawnt. Und es gibt einen Bot, der hier in dem Hütchen spawnt. Und die laufen dann auch hier in der Nähe Patrouille. Ja, das seht ihr dann vielleicht sogar schon. Ich gehe nochmal kurz aufs Schiff. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr dieses Schiff passiert, hier ist ein kleiner Schlitz. Hier kann man halt ganz gut gucken, ob der Bot hier gerade irgendwo ist oder ob er hier gerade irgendwo rumrennt. Und ihr habt maximalen Schutz. Selbst wenn das ein Sniper-Bot ist, der wird euch nicht großartig treffen. Ansonsten habt ihr halt die Möglichkeit, hier runter zu gehen und euch den ersten Bot hier zu holen an der Hütte. Habt ihr auch wieder schöne Deckung, wenn ihr wollt. Könnt euch sogar in den Container zurückziehen, wenn es sein muss. Oder ihr verlasst das Schiff hier auf der anderen Seite. Ja. Und nur auf der Seite kommt man auch wieder rauf aufs Schiff. Und über den Container hier. Der Container eignet sich übrigens perfekt, um aufs Schiff zu kommen, wenn ihr auf der Insel bekämpft werdet. Ja, also wenn da drüben schon irgendwelche Leute auf euch lauern, ist das hier die beste Möglichkeit, aufs Schiff zu kommen. Schnell runter und in Deckung. Aber es macht die Insel noch so spannend. Hier auf der Insel gibt es eine Waffenkiste. Dort. Und wie gesagt, der Bot-Loot ist ganz wichtig. Dann gibt es hier zwei Sunny-Kisten. Dann gibt es neue Holzkisten seit Shoreline. Ja, man kennt ja von früher nur die kleinen grünen. Jetzt gibt es so eine großen, fetten Holzkisten hier. Ja, die sich sehr gut in die Umgebung einpassen. Also, sie haben sie am Anfang auch nicht erkannt. Und hier im Gebäude habt ihr nochmal eine große Kiste und ein paar vereinzelte kleine Spawns. Wie ihr es halt so vom Spiel gewöhnt seid. Und wie im Chat gerade schon geschrieben wird, alles, was ich euch hier erkläre, ist nur, wie die Map aussieht, damit ihr euch zurechtfindet. Spieltaktiken und so weiter. Gegenspieler müsst ihr immer für euch selber ausmachen. Da muss man sich ja immer der Situation und der Intelligenz der Leute anpassen. Also da kann man kein Allgemeinrezept liefern. Oh, wenn ihr mit der Insel fertig seid, gibt es hier zwei Möglichkeiten für euch. Ja, ihr habt hier einen Wegweiser. Und entweder ihr geht jetzt hier links die nicht befestigte Straße hoch, dann kommt ihr zur Villa. Die zeige ich euch später. Oder ihr folgt der Straße. Wir folgen erstmal der Straße. Na ja, die ganze Küstenregion ist der Westen der Map. Die Mauer, die ich euch da drüben gezeigt habe, ist der Osten. Hier an dem Schild mit den Autos habt ihr wieder ungefähr die Mitte der Karte erreicht im Moment. Also Shoreline ist im Moment noch nicht wirklich groß. Ja, also es hat eine große Innenfläche,
Aber die Außenareale sind relativ kurz. Also wenn man will, kommt man sehr, sehr schnell zu den Exits. Ihr seht jetzt da schon Rauchschwaden. Ist der Indikator für euch, dass es jetzt extrem gefährlich wird. Also auf der Seite, also die Westseite von Shoreline, die ist wirklich für gut equipte Spieler vorbehalten. Also sonst stirbt man hier sehr, sehr schnell. Das ist hier der Landmark brennende Tankstelle. Hier gibt es ungefähr 5 Bots. Und die sind alle sehr stark equipped. Also bis jetzt hatten wir hier nur gut equippte Bots. Ja, ihr könnt in der Tankstelle ein bisschen Loot finden. Seid vorsichtig, das Feuer macht Schaden. Überall. Und gerade in der Nacht kann ich mir das hier auch extrem schwierig vorstellen, weil Nachtsichtgeräte wohl hier Probleme bekommen werden. Wenn ihr euch an der Tanke vorbeischleichen wollt, ist der bestmögliche Weg wirklich, ihr lauft hier an der Küste lang. Es kann in ganz seltenen Fällen sogar vorkommen, dass sie hier spawnt. Als PMC. Ja, das hatte ich einmal. Wahrscheinlich, weil die Karte total überfüllt war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall direkt hier gespawnt. Da ist eine Tankstelle. Und hier vor euch ist schon die Exit-Marina mit dem Office-Gebäude. Wo schon die Skeff-Spieler spawnen. Also sehr kurios, dieser Spawn. Okay, also wenn ihr hier raus wollt, dann müsst ihr hier Tanke passieren. Und ab zur Marina. Das ist der einzige mögliche Weg hier. Ich glaube, das Office-Gebäude, sehr viel Loot drin. Und Skeff-Spawn. Das Skeff-Spawn-Gebiet hier. Hier im Hafen ist nichts zu holen. Auf die Schiffe kommt ihr leider noch nicht drauf. Ihr müsst einfach den kompletten Bereich passieren und dann seht ihr diesen kleinen Metallturm dort. Und der stellt momentan den ersten Exit an der Küste dar. Solange bis die Map erweitert wird. Ja. Irgendwann wird die Map wahrscheinlich hier hinten weiter freigegeben. Und dann ist das hier ein Sniper-Spot und kein Exit mehr. Ja, hier ist der erste Exit momentan. Und sobald die Map weiter eröffnet wird, dann geht es halt hier hinten weiter. Dann ist das kein Exit mehr. Im Chat wird schon geschrieben, viele Skeffs? Ja, okay, hier sind extrem viele Skeffs. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr hier lang gehen wollt oder nicht. Mit einer Pistole oder einem Messer? Auf keinen Fall. Wird nix. Kann ich euch versprechen. Und selbst wenn ihr hier als Skeffs-Spieler spawnt, seht zu, dass ihr wegkommt. Ja? Als unübersichtlich. Neben euch können überall andere Skeffs spawnen. Und ihr wisst, wie die meisten Skeffs spielen. Schießen dann einfach direkt über den Haufen. So, ich laufe jetzt einmal nochmal komplett zurück bis zum eingestürzten Tunnel. Dann räumen wir die Karte noch einmal von der Mitte aus auf. Und dann noch einmal von der Ostseite. Bis zum zweiten Exit. Und im Anschluss verbinden wir alle Punkte miteinander, sodass ihr dann eine komplette Übersicht über die Karte habt. Ach, wie vermisse ich meine Ausdauer aus der Alpha.
Eigentlich kann ich euch gleich mal die Abbiegung hier zeigen. Zur Villa. Eigentlich zeigt euch dieses Schild ja an, dass es hier zum Hotel geht. Was ja eigentlich berühmt-berüchtigt für die Shoreline ist, aber das ist noch nicht freigeschaltet. Leider. Da gibt es noch einen großen Hotelparkplatz, der ist schon da. Der ist auch bewacht, aber das Hotel selber, da kommt ihr noch nicht drauf. Dieser unbefestigten Straße folgt. Kommt dann einem kleinen See vorbei. Und seht dann auch schon hier direkt das Villa-Gelände. Also wir nennen das Villa-Gelände oder Farm. Wie auch immer ihr wollt. Der blau eingezäunte Bereich hier an, bei der Villa ist eine Baustelle. Also wir nennen es Baustelle zur Orientierung. Und von der Baustelle aus kommt man auch ganz leicht zur Pumpstation. Ja, das ist jetzt hier die Mitte der Karte. Das zeige ich euch später. Laut Hämmchen, da können wir gerne nach dem How to Play drauf eingehen, ja. So, das ist die Westseite der Villa. Die Straße führt direkt zum PMC-Spawn. Dorf. Da seht ihr es schon. Hier die eingestürzte Holzhütte. Bei der Villa könnt ihr euch direkt merken. Weil hier vorne bis zur anderen Seite von, bis zur Nordseite von der Villa ist kompletter Bot-Spawn schon. Ihr habt ja den ersten Bot-Kontakt direkt nach der Spawn-Zone. Ihr seht, das PMC-Dorf ist relativ groß. Also hier vorne spawnt auch kein Spieler mehr. Jetzt könnt ihr jede Menge looten. Ihr müsst nicht gleich weg vom Spawn. Hier rechts ist ja die Anhöhe mit dem kleinen Wäldchen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Vom Spawn aus. Ihr seht ja, wie groß dieses PMC-Spawndorf hier ist. Ist einfach Wahnsinn. Auf die Loot-Orte gehe ich, wie gesagt, nicht ein. Hier haben wir wieder den grünen Spawn-Anhänger. Na, habe ich euch vorhin gezeigt. PMC Spawndorf, so zu orientieren. Das ist die Mitte der Map. Ja? Die nördliche Mitte. So könnt ihr euch ungefähr orientieren. Ist doch gar nicht so schwer. Ihr kommt dann am Diner vorbei. Jetzt wird die kleine Anhöhe. Mit dem Wäldchen. Dahinter ist eine. Ist dann auch schon direkt wieder die Villa. Ja, ihr könnt hier am Anfang hochlaufen. Ins Wäldchen habt ihr einen guten Überblick. Auf die Spawn-Region, also PMC-Spawn. Sowie auch zum Sumpfdorf. Na, hier ist es schon wieder. Also, ihr merkt schon. Also, Spieler mit dem Scope, die Karte, die wird echt gefährlich später. So, nach der Anhöhe mit dem kleinen Wäldchen kommt ihr zum großen Feld mit den Heuballen. Und da ist auch schon direkt wieder die Villa.
Villa ist ein sehr guter Lootort. Also die zwei großen Häuser, da ist jede Menge Stuff drin. Guckt euch das auf jeden Fall an. Und dann habt ihr da ja wieder Bot-Spawn, ne? Für Bot-Loot. Ich zeige euch kurz die Kirche von hier aus. Ah, das ist die Holzkirche mit den zwei Türmchen, die ich euch vom Ostspawn gezeigt habe. Das Sumpfdorf, wie ihr seht, ist auch relativ groß. Man kann hier nicht in jedes Haus rein. Also das Sumpfdorf ist eigentlich ja, zu 60% abgesperrt. Also kommt man fast nichts rein. Dennoch sind überall diese kleinen neuen Holzkisten versteckt. Also Loot ist auf jeden Fall da. Ja, im Sumpf kann man nicht rennen. Man kann nur ducken, man kann sich auch nicht hinlegen. Also Vorsicht, wenn ihr in diese Sumpfareale reingeht, ihr könnt nicht wegsprinten. Also versucht es am besten zu vermeiden, in diese Pfützen reinzulatschen. So, und damit sind wir schon wieder ganz im Osten der Karte. Ich habe euch vorhin diesen langgezogenen Stein gezeigt. Den Kisten und da sind wir jetzt auch wieder. Und ist das der Spawn ganz im Südosten? Ihr seid hier ungefähr schon wieder in der Mitte der Karte, wenn ihr hier spawnt. Ja, da ist der Norden. Die ganze Spawnlinie im Norden mit der Mauer. Die Mauer führt wirklich ums Sumpfdörfchen rum. Dann kommt sie zum PMC-Dorf und bis runter zur Küste, ja, zum eingestürzten Tunnel. Könnt ihr dieser Mauer folgen. Wenn ihr das wünscht. Wenn ihr hier spawnt, habt ihr eigentlich nur 5 Minuten, dann seid ihr schon raus, wenn ihr wollt. Ja, zu eurer Rechten habt ihr Strommasten, da könnt ihr euch orientieren. Zur Linken habt ihr die Mauer. Und dann lauft ihr einfach nach Süden. Seht ihr das Gebirge? Vielen Dank für den Host, Alex. Und herzlich willkommen an alle von Alex. Wir machen gerade ein How-to-Play Shoreline. Also ich gehe erst ein bisschen später auf eure Kommentare ein. Sorry. So, und wenn ihr hier der Ostkarte folgt, nach Süden, bis zu dem großen Gebirge hier, seht ihr den ersten größeren Stein. Eine abgestürzte Drohne. Ab hier solltet ihr schon sehr vorsichtig sein, weil hinter der Drohne seht ihr nochmal einen Hügel. Das ist schon der erste Exit, das ist der Bunker-Exit. Da oben steht meistens schon ein Sniper drauf, der euch dann ab hier auch definitiv schon beschießt, wenn er dort spawnt. Hier gibt es im Moment keinen großartigen Loot auf der Kartenseite. Hier ist einfach nur Camper Heaven. Na, mehr ist hier nicht. Und hier steht, seht ihr schon den Bunker. Panzer. Und Exit. Das ist der Bunker-Exit. Ihr müsst hier hinten zum Stacheldraht, zum Fluss. Und wie ihr seht, hier ist der Exit. Im Bunker selber ist ein bisschen Loot. Hier sind auch Bots, wie gesagt. Die höchste Anzahl an Bots, die ich bis jetzt gesehen habe, sind 4. Ja, hier am Bunker-Exit. So, und das ganze Areal vom Spawnpunkt bis hierher ist relativ lootfrei. Es gibt 3 Lootorte irgendwo im Wald. Die zeige ich euch aber nicht, das ist euer Spaß, ne? Ihr wisst, wie das bei mir läuft. Und vom Bunker-Exit aus könnt ihr den Fluss. Der Fluss ist jetzt die Südgrenze momentan von Shoreline. Dem Fluss könnt ihr folgen bis runter zum Meer. Ja, nach Westen.
Und ich denke, dieser Zaun hier, der wird später weggerissen. Und dann wird die Map einfach die andere Hälfte für uns freigegeben. Dann werden wahrscheinlich auch die Exits nicht mehr funktionieren. Oh, wenn er jetzt hier nach Westen läuft, Richtung Küste, kommt er als nächstes am Hotel vorbei. Ja, das ist hier die Parkanlage vom Hotel. Da kommt man leider noch nicht rein. Dann das Hotel selber. Auch noch nicht betretbar, aber man kann es weit von Weitem erkennen. Also als Landmark könnte es auf jeden Fall benutzen. So, und dann wird es gefährlich. Also, hier solltet ihr nicht weitergehen ohne Equipment. Aber hier unten ist direkt der Parkplatz. Und ein kleiner Supermarkt für... Oder eine kleine Einkaufshalle, sage ich mal. Für das Hotel. Ja, ihr habt da wieder die Schildmarkierung, die vorher auch an der Küste war. Und hier ist der Parkplatz fürs Hotel. Hier wimmelt es von Skeffs. Hier gibt es doch jede Menge Loot, ja. Also wenn ihr Equipment habt, geht her, lohnt sich. Aber ohne... Und die einzige Möglichkeit, wie ihr das sicher angreifen könnt, ist vom Hotel aus, von der Anhöhe. Weil da seht ihr die Bots und könnt euch schnell zurückziehen. Wenn ihr von allen anderen Seiten kommt, seid ihr immer im Nachteil. Also erstmal kommt ihr nirgendwo rein. Durch die Zäune können meistens nur die Bots durchballern und ihr nicht. Und ihr kommt immer von unten. Also ihr seht die relativ spät. Und wenn ihr so nah an Bots dran seid, ihr wisst, die sehen euch sofort. Ja, vielen Dank, Alex. So, wenn ihr den Parkplatz platziert habt, ja, das Hotel, kommt wieder der Zaun, der momentan die Map in zwei Hälften schneidet. Und ihr hört doch schon wieder den Fluss. Im Fluss läuft, kann man folgen. Und dann kommen wir gleich zur Pumpstation. Die Pumpstation markiert wieder die Mitte der Karte. Wenn ihr vom Spawn kommt und zur Pumpstation lauft, ihr erkennt die Pumpstation vom Weiten an den drei großen Strommasten hier aus Metall. Ein sehr wichtiger Punkt hier an der Pumpstation momentan ist dieser LKW und dieses kleine Nest hier. Ah, hier ist eine Granatenkiste und ich sag euch, diese Granatenkiste ist es definitiv wert, als Erster hier zu sein. Ja, und die ganze Pumpstation an sich ist noch gesperrt. Also es wird später fünf Möglichkeiten geben, den Fluss zu überqueren. Einmal unten an der Tanke, dann hier an der Pumpstation, da an der Pumpstation, Hotel und Bunker, denke ich. Ja. Großartig Loot gibt es ja auch nicht an der Grenze. Also ihr könnt wirklich nur diese Granatenkiste hier an der Pumpstation mitnehmen. Und das war's dann schon. Also mehr gibt es ja am Kartenrand vorm Exit nicht. Die Straße von der Pumpstation, die führt euch direkt zur Villa. Ja, ich habe euch die Villa gezeigt. Also das ist der komplette Mittelgang der Karte. Ja, PMC-Spawn, Villa, Pumpstation. So zur Orientierung für euch. Von der Pumpstation einfach nach Westen, dem Fluss folgen. Ihr seht schon wieder rauchen. Die Tankstelle. Und ich kann euch garantieren, dass ihr ab hier schon wieder beschossen werdet von den Skeffs. Und ihr könnt sie doch nicht mal richtig sehen.
Also seid vorsichtig, wie ihr euch der Tankstelle nähert. Und das ganze Areal hier zwischen ist Niemandsland. Ja, hier gibt es gar nichts, außer den Tod. Ich meine, ihr könnt es euch schon vorstellen. Ja, guckt euch einfach die Umgebung an. Möglichkeiten, euch aufzulauern, gibt es hier endlos viele. Also da ist Woods Kindergarten gegen. Ja, soviel zur neuen Map Shoreline. Also mehr ist es nicht. Ja. Ihr habt den Spawnort Sumpf. Ja, Sumpf-Dörfchen. Ihr habt das PMC-Dorf, was relativ groß ist. Da könnt ihr euch Zeit lassen. Dann gibt es die gesamte Shoreline, ne? Vom Tunnel aus bis zur Tanke und dann bis zum kleinen Metallturm. Dann gibt es die Ostseite der Map. Da ist ja nicht viel, bis zum Bunker. Da könnt ihr direkt wieder rausrennen. Die paar Bots am Bunker machen und weg seid ihr. Und dann die komplette Mittelkarte, ne? Pumpstation, Villa, PMC-Dorf. Entscheidet euch einfach für eine Route. Und zieht die komplett durch. Wenn ihr hier wild durch die Karte lauft, ihr lauft garantiert gar immer in irgendeinen Hinterhalt. So, habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen? Also die Zuschauer, die hier sind zur Map, dann kann ich da eventuell noch irgendwas zeigen. Ansonsten mache ich hier erstmal einen Schnitt. Gut, dann mache ich hier kurz einen Schnitt. Also ich bin jetzt ganz kurz offline und dann bin ich wieder da. Beziehungsweise ich kann ja einfach nur meinen Streaming-Titel ändern, das reicht ja.